Hallihallo meine Lieben, ich melde mich kurz mit einer Videobotschaft bei euch, denn ich kriege gerade ein paar Fragen rein zwecks dem neuen Grundset und diesem Servierzauberer, was denn da der Unterschied ist mit dem Zauberstein und dieser Servierplatte. Und da ja heute der letzte Tag ist, wo ihr das so günstig haben könnt, dachte ich, sage ich euch das kurz, bevor jetzt noch mehr Fragen eingehen, einfach, dass ich euch das richtig gut erklärt habe, denn ich finde, mit diesem Video kann ich euch das viel, viel besser erklären wie am Telefon oder per WhatsApp. Also wir haben ja unsere Ofenhexe in diesem neuen Design plus dem Servierzauberer als Deckel und dem Zauberstein plus, ganz wichtig, die Plus-Serie auch als Deckel. So wie wir halt bisher unser Grundset kannten, ist ja das neue auch nur größer, also mit dem hier. Und aber zusätzlich noch als Schmortopf. Mit diesem Servierzauberer. Der übrigens habe ich da Melonen drauf serviert. Sah total schick aus und dadurch, dass es kühlen kann, bleibt das Obst dann auch länger kühl. Was ist denn jetzt der Unterschied? Wie ihr seht, der Servierzauberer ist komplett glasiert. Ne? Überall glasiert, nur halt auf der Unterseite nicht. So sieht übrigens die neue Serie aus. Was ist denn jetzt der Unterschied? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Sachen haben möchtet, die mehr gedämpft sein sollen im Ofenmeister, im Grundset, wie jetzt zum Beispiel, ja, wie Sachen, die ihr im Ofenmeister total gerne zubereitet, wo einfach mehr Feuchtigkeit drin haben soll, wie jetzt gedämpftes Gemüse zum Beispiel. Dadurch, dass der Deckel, also dieser Servierzauberer, komplett glasiert ist, lässt er nicht so viel Feuchtigkeit durch wie der Zauberstein. Das heißt, ihr habt mehr Dampf im Innenraum, das heißt wiederum, dass ihr mehr Dampf drin habt, und die Sachen gedämpft werden. Zum Beispiel Teufel Gemüse und Dampfnudeln oder gedämpften Fisch zum Beispiel oder schonend gegartes Fleisch. Wenn ihr den Zauberstein drauf machen würdet stattdessen, ist da nicht ganz so viel Dampf drin. Das ist der Hauptunterschied. Dann habt ihr natürlich noch den Unterschied, wenn ihr jetzt was dämpft mit diesem Servierzauberer, wo komplett glasiert ist, könnt ihr auch darauf Speisen zubereiten. Da aber vorweg, diese Speisen haben dann nicht diesen tollen Stoneware-Effekt, weil ja der Stein nicht mitatmet. Das heißt, sie sind unten drunter nicht ganz so schön, also sind unten drunter nicht knusprig, so wie es jetzt beim Zauberstein wäre. Wenn ihr darauf auch was dämpfen möchtet oder von oben was anbraten möchtet, wo unten egal ist, dann könnt ihr das nicht machen. Ich habe da Hackbällchen drauf gemacht. Die waren anders, wie wenn ich die auf dem Zauberstein mache. Aber das Gute war, da die gesaftet haben, der Servierzauberer hat einen kleinen Rand, so ist der Saft drauf geblieben und ist nicht rausgelaufen. Das fand ich dann praktisch. Ihr könnt auf den Servierzauberer was drauflegen, wenn ihr möchtet, oder ihr benutzt ihn einfach ganz normal als Deckel. Also das ist jetzt nicht ein Muss, dass wenn ihr in dem Servierzauberer im Grundset was macht, dass da oben was drauf sein muss. Das ist egal. Auch beim Zauberstein ist es so. Der kann entweder als Deckel fungieren, ganz normal ohne belegt zu sein, oder ihr macht dann gleichzeitig noch was drauf. Genau, weil er ja von unten, weil der als Deckel benutzt wird, belegt ist. Deswegen ist das gleich. Der einzige Unterschied, was ihr zwischen diesen zwei Steinen habt, wenn ihr sie einzeln benutzt, der Servierzauberer darf nicht leer vorgeheizt werden. Der Zauberstein hingegen, weil es die Plus-Serie ist, darf leer vorgeheizt werden. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Steinen und natürlich, dass der Zauberstein diesen tollen Stoneware-Effekt oft mit dem Brat gut entwickelt, das oben drauf liegt. Das ist der Unterschied. So, ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Also das heißt, wenn ihr sie leer benutzt, also einzeln benutzt. Wenn ihr sie auf dem Grundset benutzt, ist es piepsegal, ob ihr sie in den kalten Ofen reintut oder in den heißen Ofen. Dafür ist ja unsere Stoneware sowieso, alle drei verschiedenen Stonewaren dafür konzipiert. Und die neue Servierplatte darf auch bis 260 Grad in den Ofen rein. Genau, jetzt habe ich aber wirklich alles. Also, wer sie noch haben möchte, schnell sein. Wie gesagt, dieses Angebot gibt es nur noch heute. Oder ich habe diesen Monat noch ein paar Termine frei. Sehr gerne auch virtuell live, wie ihr möchtet. Ich bin für euch da. Dann holt sie euch doch zum halben Preis. Geht natürlich auch. Also, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, von euch zu hören.